Das nenne ich Service. Das gehört bei mir dazu. Wenn Sie nicht kochen wollen, habe ich selbstgemachtes Brot anzubieten. Willst du die kosten? Gerne. Wirklich lecker. Geben Sie ruhig eins mit. Sehr gerne. Wir haben wirklich eine sehr spezielle Auswahl hier. Sie waren also bei mir zum Spionieren. Das zwischen Ihnen und dieser Dame. Das ist auch keine reine Geschäftsbeziehung. Ich wüsste nicht, dass mein Privatleben irgendeine Rolle spielt. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Machen Sie mir nichts vor. Ihre Freundin lebt für ihren Laden. Und das geht Ihnen hoffentlich mit Bio-Mertens genauso. Jeden anderen Konkurrenten hat sie längst vom Markt gedrängt. Ich bitte Sie, Veras grüner Garten ist doch überhaupt keine Konkurrenz für Bio-Mertens. Ihr Potenzial, das ist beschränkt. Ach ja? Und warum denkt Ihre Freundin dann über die Anmietung zusätzlicher Lagerflächen nach? Irgendwelchen Einbußen. Lasse mir meine Rendite nicht versauen, nur weil Sie mit der Konkurrenz schlafen. Jetzt hören Sie mal gut zu, Herr Hartholz. Ich darf Sie daran erinnern. Sie sind stiller Teilhaber. Mein Geld steckt in Ihrem Unternehmen. Und ich bin am Gewinn beteiligt. Und dadurch habe ich automatisch Mitspracherecht. Ich lasse mir doch nicht in meine Geschäftsführung reinquatschen. Jetzt machen Sie mal die Hose zu und den Kopf an. Sie sind auf mein Geld angewiesen. Entweder Veras grüner Garten ist bis Quartalsende pleite, oder ich drehe Ihnen den Geldhahn zu. Sie meinen es tatsächlich ernst? Ja, ich meine es ernst. Ich habe auch schon den Steuerberater verständigt. Er soll die Firma neu bewerten, damit ich weiß, was ich Ihnen zu zahlen habe. Aber wir müssen jetzt nicht überstürzen. Ich will einen klaren Schnitt und hole mir eine Bank ins Boot. Tja, da sich unsere Ansichten über eine erfolgreiche Geschäftsführung offenbar auseinanderbewegt haben, ist es wohl das Beste so. Ja, das sehe ich auch so. Und ich danke Ihnen für die langjährige Zusammenarbeit. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit dem neuen, soften Geschäftsmodell. Dankeschön. Gute Reise, Herr Hartholz. Mein kleines Fräulein. Bist du allein? Nein? Du hast einen schönen gelben Badeanzug an. Ich habe doch keinen gelben, einen blauen. Ein blauen? Du hast vollkommen recht. Was bin ich für ein Trottel? Der ist natürlich blau. Wenn ich eins mag, dann ist das ein blauer Badeanzug. Kennst du eigentlich Bananenfische? Nein? Ich glaube, da unten im Wasser gibt es ganz, ganz viele Bananenfische. Die leben dort und suchen Löcher, in denen es ganz viele Bananen gibt. Und dann schwimmen sie hinein in diese Löcher und fressen sich voll, fühlen sich auf wie Schweine. Ja, wenn sie dann so dick geworden sind, dann kommen sie nicht mehr raus aus diesen Löchern. Ja, und ich muss es dir leider sagen, dann sterben sie. Ja. Komm, wir gehen mal runter und schauen, ob wir einen fangen können, einen Bananenfisch. Ich sehe, schauen Sie auf meine Füße. Wie bitte? Ich sagte, wie ich sehe, schauen Sie auf meine Füße. Wie bitte? Ich schaue zufällig auf den Fußboden. Wenn Sie auf meine Füße schauen wollen, brauchen Sie es nur zu sagen. Aber es gibt keinen Grund, es heimlich zu tun. Bitte lassen Sie mich mal aussteigen. Ich habe zwei ganz normale Füße. Es gibt keinen Grund, dass sie irgendjemand anstarren sollte. Schön haben Sie es hier. Sehr geschmackvoll. Traditionsbewusst und mit Stil. Aber nicht altbacken. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Ach, Sie sind gar nicht die Chefin. Dann wird es wohl in der Familie liegen. Der gute Geschmack. Ihr Kaffee ist wirklich ausgezeichnet.
Sie erlauben, dass ich mich erst mal vorstelle. Arne Pedersen. Ich freue mich auch. Sehr sogar. Ich glaube, in Zukunft werden wir uns etwas häufiger sehen. Entschuldigung. Verzeihung, aber ich fürchte, liegt ein Missverständnis vor. Frau Weigel, ich versichere Ihnen, dass ich weder Ihre Tochter Anna noch sonst irgendjemanden in Köln kenne. Ich bin das erste Mal hier in der Stadt. Aus geschäftlichen Gründen wird es allerdings nicht das letzte Mal sein. An mangelndem Temperament wird es nicht liegen. Nö. Also, so ein Anpfiff. Auf leeren Magen einer fremden Stadt. Da muss es schon ein Abendessen sein. Mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden.